Hallöchen ihr, denn alle vier und willkommen zurück hier in New Worlds im Stream am Mittwoch, ihr Lieben. Ja, wo ich mich auf dem Weg zum nächsten, zur nächsten Story Quest mache. Was bist du für eine Hole? Ja, die ich ja in der letzten Folge mir quasi angeteasert habe. Ja, sie ist ja Level 30 erreichen, dann geht's weiter, froh und heiter. Ja, es hat sich seitdem einiges getan. Ich bin mittlerweile Stufe 33 und ja, hab nebenher hier unten in dem Entermesser-Riff etliche Nebenquests gemacht. Ja, es sind immer noch wieder welche am Start. Und ja, war natürlich auch Farm und alles. Kann jetzt hier die Bäume ab Stufe 100 auch fällen. Platin abbauen ab 115 mit Bergbau. Und. Also es hat sich echt einiges getan. Ja, umgeskillt habe ich auch noch ein wenig. Ich möchte jetzt die nächsten Punkte in dem Schwert und Schild Tree auf mehr Damage oder in mehr Damage investieren. So ein Ding ist das. Und ja, wir mal gucken, dass da noch mehr Damage geht natürlich. Weil den defensiven Tree, den habe ich bis auf ein Pünktchen soweit fertig. So, jetzt mit dem mal weg. Das geht ja recht zackig. So, was ist das denn hier? Also diese Bäume, ne, die hier wachsen. Genau, die kann man jetzt auch, diese Würmholzbäume, die ich jetzt auch fällen kann. Ja, dann schauen wir mal, was da jetzt noch passiert. So, was mit dir? Wir fahren ja recht easy peasy um hier. Was ist los? Ja, der Stream am Montag, der ist ja ausgefallen. Spontan. Da ich einfach dezent seitens der Arbeit fix dran war. Wir hatten ja am Samstag einen pädagogischen Tag bei uns im Kindergarten. Am Montag war auch nochmal Elternabend. Ein bisschen die Puppen. Und entsprechend hatte ich einfach keinen Nerv mehr noch, den Streamern zu schmeißen. Da war ich froh, als ich dann daheim war, ne, und gegessen habe und es war 8:30 und dann, es war 9, ne? Und da wollte ich auch noch. Von daher. Boah, Alter, geht's da heute weiter? Irgendwie. So leicht am Ruckeln hier. Was ist denn los? Spiel. Ist zu viel alles, ne? Ja, genau, und jetzt gilt es, den Anführer des Syndikats zu finden. Das ist, glaube ich, so die nächste Fraktion, die ich mir hier im Kampf gegen Verderbnis als unterstützende Hilfe anheuern muss, oder anwerben muss, besser gesagt. So, haben wir ja noch Gold da unten. Na komm. Jawohl. Das nehmen wir mit, das brauchen wir nämlich. Ja, dann schauen wir mal, was dort noch oben kommt. So. Und auf geht's. Gut, 500 Meter, dann sind wir auch schon da.
So. Da müssen wir hin. Das Eisen nehmen wir auch mit. Ja, ich denke mal, es wird heute bei New Worlds bleiben. Fallout 4 gucke ich mal. Das ist irgendwie morgen Abend noch mit reinbringen. Mal schauen. Denn ich würde ganz gerne gegen Ende des Streams hier, so letzte halbe Stunde. Hallöchen Max, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Danke fürs Reinschauen. Mir geht's gut. Ich hoffe dir auch. Bei mir ist alles bestens. Danke der Nachfrage. Ja, ich, genau. Würde heute nämlich in der letzten halben Stunde gerne auch das Housing-System hier mal in Angriff nehmen. Ich habe ja fleißig hier im Handelsposten dezent Zeug verkauft. Zumindest bei knapp 8600 Geldeinheiten. Und wird mir dann hier in Königsfels ein kleines Häuschen kaufen. Bin ich auch mal gespannt. Und einrichten, ein bisschen gucken, dass ich diesen Aspekt auch mal angehe. So, jetzt aber mal hier gucken, was Dr. Theophrastus ja sozusagen hat. Gib mir einen Moment, wo ist das Testglas schon wieder hin? Und dann brauche ich noch die Pflanzenblätter, um die Dämpfe aufzufangen. Und dann sind wir unsere Sorgen los. Gut, klingt cool, finde ich geil. Aber was genau machst du da eigentlich? Ich koche Bärenurin. Meine Theorie ist, dass der Phosphor im... Ach, ich zeige es dir besser, wenn es fertig ist. Ich muss nur die richtige Formel finden. Okay, ich bin weg. Tut mir leid, ich dachte nur, du brächtest mir die Destillierkolben. Darf ich mich vorstellen? Meine Eltern nannten mich Theophrastus Bombastus. Ansonsten waren sie aber gute Eltern. Du kannst mich einfach Dr. Theo nennen. Alles Klärchen, lieber Theo. Das aber eins klar ist, ne? Ich bin so ein Marodeur, ne? Und nicht irgendwie so syndikatsmäßig unterwegs. Verstehe. Dann müssen wir wohl kämpfen. Okay. Es käme mir nur gerade sehr ungelegen, wenn ich jetzt sterben würde. Wenn du mich töten musst, beobachte bitte mein Experiment weiter bis zu meiner Rückkehr. Ach, du willst gar nicht angreifen? Dann ist ja alles in Ordnung. Und ich will erst recht nicht nach deiner Bärenpisse gucken, ne, mein Lieber, das kannst du knicken. So, freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin der liebe Nalef. Ja, gut. Das war eine sehr anregende Konversation, aber okay. Ich muss mich wieder an die Arbeit machen. Ich weiß vom Vorrücken der Verderbnis weiter nach Süden. Ich werde wohl schon bald umziehen müssen. Okay. Solltest du den Ort hier nicht irgendwie verteidigen? Ich studiere die Verderbnis lieber, als sie zu bekämpfen. Ihre Kontrolle über den Wirtskörper ähnelt Pilzen. Zudem ist das Syndikat mit Kämpfen gegen die anderen Fraktionen beschäftigt. Okay, die Fraktionen müssen sich aber verbinden. Ganz wichtig. Du beliebst zu scherzen. Nein. Ich liebe gute Hypothesen, aber momentan brauche ich dringend ein Bärenabwehrmittel für mein Team. Der Urin funktioniert sicher, aber wer weiß. Ja, finde ein Mittel gegen Bären und wir können reden. Gut, mache ich. Okay. Finde jemanden, der mehr über das Bärenabwehrmittel beibringen kann. Ah, gleichen. Die Bärenpisse nicht funktioniert. Gut, machen wir es. So. Sprich mit Julio Sinfuegos. Dein Trampel im Unterholz habe ich schon aus großer Entfernung vernommen. Ich dachte schon, du wärst so ein Komiker vom Syndikat. Die verjagen immer die Tiere. Ja, ich auch. Ne, es macht's nicht besser. Aber kannst du mir sagen, wie man ein Bärenabwehrmittel herstellt? Bärenabwehrmittel? Ja. Klar, nichts leichter als das. Es gibt ein altes Rezept, das die Jäger hier schon seit Ewigkeiten nutzen. Hier, nimm es. Diese Syndikatler, ich finde, die sind so von Logik besessen, dass sie praktisches Denken ganz vergessen haben. Ja, das, ja, stimmt. Gut. Sprech mit Piper Donahue. Ein Durchbruch mit Bären. Okay, cool. Ja, also jetzt nicht, Bären... Oder meinen die Bären? Ich weiß nicht. Wie viel ist alles fett verseucht? Oder wie, oder wo, oder was? Ah, da ist er. Unglaublich.
Unglaublich. Urin. Genau, was ich brauche. Okay. Meine Kollegen führen ebenfalls Feldforschung durch und beobachten diese Bären. Du solltest auch ihnen etwas von dem Abwehrmittel bringen. Teile den Schmerz, den Schatz. Sprich mit Linglim. Alter, was? Linglim und au, Junge. Schleichen im Moor. Das sind recht kurze Abschnitte hier. Dann gehen wir da hin. Solange ich den Scheiß nicht trinken muss, ist doch alles recht. Und so. Usus Hortus. Hortusbär, Alter. Bist ein... Das ist ein Bär tatsächlich. Wahrscheinlich muss ich die bumsen, ne? Die Bären. 100 pro. So, aber erst mal gucken, was kann man denn hier, Beatsruf, Webermoor. Oh Gott, können wir was sammeln. EP kriegt man ja mehr als genug, von daher passt das. So, hey Linglim. Hat Theo endlich die Formel herausgefunden? Ein Hoch auf die Wissenschaft. Jep, es ist Pisse. Bitte, hier hast du das Abwehrmittel. Oh, das stinkt ja widerlich. Weißt du, wer die Formel auch gern hätte? Rinde, ganz bestimmt. Okay, dann bringe ich hier Rinde das ganze Zeug. So. In welcher Zeit spielt das Spiel und kann man es mit WoW oder Elder Scrolls Online vergleichen? Boah, nee. Also, ja, du hast so diese Tank, Damage-Dealer und Heiler-Klassen. Aber das Ding hier ist halt auch sehr, sehr auf PvP ausgelegt gegen Ende. Und du hast halt enorm viel auch an Crafting, das du ausarbeiten musst, um irgendwie hier vorwärts zu kommen. Also was weiß ich zum Beispiel jetzt hier, Rüstungsschmiedekunst, brauche ich sowohl Schmelzen als auch irgendwie Holzverarbeitung, als auch im späteren Verlauf Arcana. Aber um die Rüstungsschmiedekunst überhaupt benutzen zu können, brauche ich Bergbau in Massen. Also es greift, jeder Skill greift irgendwie in diesen anderen Geschichten mit ein. Und du musst sehr, sehr, sehr viel farmen, um wirklich alles erlernen zu können. Du kannst alles erlernen an den Handwerkssachen, aber es braucht sehr viel Zeit, um das hochzubringen. Also es ist sehr, sehr ressourcenlastig im Vergleich zu WoW oder The Elder Scrolls Online. Igitt, das stinkt ja widerlich. Mhm. Was man nicht alles für Wissen tut. Jep, ne, bitte, ich will's nicht mit mir rumtragen. Bring etwas davon auch zu Lubin. Sie wird hier draußen am ersten Problem. Warum teile ich die Bärenpisse mit den ganzen Jungs her? Das ist ja... Ey, ganz im Ernst. Wie viel hat er mir denn da mitgegeben, hör mal? Das ist ja furchtbar. So, was gibt EP? Das ist schon mal nicht schlecht. Machen wir hier das Zwischenlagern. Dann passt das. So. Also, da ist er. Schauen wir mal. Lubin la Trosime. Ach, es ist schon eine Schande. Ich glaube, die Bären standen kurz davor, mich zu akzeptieren. Okay, benutzt das Abwehrmittel, es ist zu deinem Besten. Nicht mich hauen, nicht mich hauen. Arschloch, Arschloch, Arschloch. Ey. Raus. Ja, komm, auf. Na komm. Genau, gemeinsam hacken wir den Bären hier. Voll. Kann ich den häuten?
Den kann ich abbauen. Das Bärchen kann man abbauen. Wie geil ist das denn? Cool, wieder was Neues. Ist deine Katze, wenn sie Hunger hat? Ja. Ach, das ist ja geil. Cool. Quintessenz der Erde und Magnetit. Alter, die muss mal farmen hier. Hör mal. Cool. So, jetzt hier, nimm das Zeug. Schande. Ich glaube, die Bären standen kurz davor, mich zu akzeptieren. So. Wahrscheinlich hast du recht, wenn ich nochmal angegriffen werde, dann Asche auf mein Haupt. Sagt Theo, dass ich auf diese Weise probiere. Okay, mal hopp. Kehre zu Dr. Theo zurück. Was schön ist hier an New World, du entdeckst immer wieder was Neues, ne? Das feiere ich an dem Spiel. Deswegen spiele ich es auch gerade echt sehr gerne. So, Theo. Oh, du bist zurück. Kennst du dich gut mit Urin aus? Ich verstehe einfach nicht, was ich falsch mache. Nicht genug Schwefel? Es riecht doch schon scheußlich genug. Ich will mich auch nicht wirklich mit Urin von Tieren auskennen, mein Lieber. Das ist dein Job. Ich habe ein Bärenabwehrmittel hergestellt. Und du hast es auch schon meinem Team gegeben? Mhm. Danke. Ich hatte gar nicht daran gedacht, die Jäger zu fragen. Vielleicht habe ich die Bedeutung des Wissens der einfachen Leute unterschätzt. Du hast der Wissenschaft heute einen großen Dienst erwiesen. Wir beide sollten unsere Partnerschaft vertiefen. Ja, aber nicht mit Pisse, bitte. Das möchte ich nicht. So. Die Bären sind gebannt. Wir können endlich wieder die physiobotanischen Aspekte der Region studieren. Genau. Weißt du, dass ich eine Theorie zur Verderbnis und den zornigen Erdkreaturen habe? Okay, und wie lautet die? Alles begann damit, dass ich den Sturmwall untersuchte, der die Insel umgibt. Wir nahmen immer an, dass die Verderbnis den Sturmwall erzeugt. Aber was ist, wenn er einen natürlichen Ursprung hat? Du meinst, die zornigen Erdkreaturen haben etwas damit zu tun? Oh, wir wollen nicht gleich übertreiben, aber deshalb bin ich hier. In der Nähe gibt es ein Phänomen mit ähnlichen Eigenschaften und ich will ein paar Tests durchführen. Und was für Tests? Ich weiß es noch nicht ganz. Das ist gut. Komme nicht nah genug heran. Es ist sehr flüchtig und es wird immer schlimmer. Aber du könntest es vielleicht schaffen. Wenn du die Quelle für diesen Ministurm ermitteln kannst, könnte das alles verändern. Viel Glück. Gut. Alle gleichen. Ursprung des Sturms. Reise nach Lepus. Okay. Wie sagen, ich reise aber erstmal hier zur Siedlung, ne? Wollen wir da den Schnellreisepunkt. Und dann geht's weiter nach Lepus. Jod. Jetzt sind wir gleich hier in Lepus. Schauen wir mal, was da machen muss. So. Summblüte. Mitnehmen. Gibt auch zigtausend Pflanzen her. Emulator auf dem Raspberry Pi, okay. Erstmal Ocarina of Time für die Switch. Ja. Das finde ich halt geil. Ich glaube, ich habe irgendwie gehört, dass wenn du... Ich glaube, für die Switch kannst du auch irgendwie so ein monatliches Abo abschließen. Quasi so ein Game Pass, das dann viele, viele Spiele auch beinhaltet. Was cool klingt. Und ihr so... So. Ah, die machen noch Bumm. Okay, gut zu wissen.
Dankeschön. Und da rein. Und wir kippen auch schnell um hier, ne? Nintendo Switch Online, okay. So, untersuche den Sturmwall in den Ruinen. Okay, das heißt, ich muss da rein. Irgendwie, das sieht schon cool aus. Okay, schauen wir mal. Die Quelle des Sturmwalls untersuchen. Erstmal Truhe looten. So, und dann untersuchen und dann raus. So. Beziehungsweise des Kämpfers. Das ist ein leichtes Beinkleid, okay, das brauchen wir nicht. Mich mit Dr. Dingensbummens wieder zurück. Oh, leck. Dann würde ich sagen, da porte ich mich zurück. Und lauf das. Das geht ja nicht. Da brauche ich einen Geisterschrein. Oh, leck. Ist hier ein Geisterschrein irgendwo? Nee, ne? Da hinten ist einer. Oder ist irgendwo da hinten? Okay, gut, dann gehen wir zurück. Alle Kläche. Du hast es gefunden? Unglaublich! Ein Sturm, wie klein er auch sein mag, der direkt aus dem kollektiven Bewusstsein der Erde selbst entspringt. Terra Cogitatum! Jawohl. Ist dir klar, was das für den Sturmwall bedeutet, der die Insel umgibt? Nein, aber ich vermute mal, die zornigen Erdkreaturen erzeugen ihn. Exakt. Die blutroten Partikel sind kein Zeichen für die Stärke der Verderbnis, sondern für ihr Versagen. Die zornigen Erdkreaturen verhindern den Ausbruch der Verderbnis aus Eternum. Ah, okay. Bist du dir der ganzen Bedeutungsschwere bewusst? Der Sturmwall besteht schon seit Jahrtausenden. Die zornige Erde muss spüren, dass die Verderbnis auch andernorts eine Gefahr darstellt. Und aus genau diesem Grund müssen sich die Fraktionen verbinden. Oh, das schon wieder. Ja. Ausgerechnet jetzt, wo wir gerade so eine wahnsinnige Entdeckung gemacht haben. Das könnte sogar die Fäulnis erklären. Also schön, da du die Entdeckung ermöglicht hast, was schlägst du vor, wie sich die Fraktionen verbünden sollen? Ja, wir sollten erstmal mit den Verhandlungen beginnen. Das kommt mir einleuchtend vor. Gell? Ein Waffenstillstand würde der Wissenschaft wahrlich helfen. In Ordnung. Ich muss mich mit anderen Alchemisten beraten, aber ich verspreche dir, dass einer von uns zu den Verhandlungen kommt. Wunderbar. Das ist doch schon mal ein Anfang. Ja, ja. Es wird ganz großartig. Sag Bescheid, sobald du Zeit und Ort dafür weißt. Tja, was mache ich jetzt mit dem Bärenurin? Er muss doch für irgendetwas gut sein. Eine Bombe vielleicht? Ja, das klingt gut. Gut, Reise nach Fort Alazar. 2 Kilometer. Das war dahinter. Gut. Aber das kann ich natürlich nicht machen. Also, dann reise ich zurück hier dahin. 2 Minuten muss ich noch warten. Okay, und dann von dort aus zum Fort. Okay. Sprich mit Jonas. Dann haben wir schon mal 2 Verbündete mehr. Und so, jetzt haben wir mal die Markierung. Können wir wegmachen. Brauchen wir nicht mehr.
So. Willkommen zu Hause. Ich war damit beschäftigt, neue Wächter zu finden. Unsere kleine Familie wächst von Tag zu Tag. Hattest du kein Glück mit den Seuchendoktoren? Doch, hatte ich. Sie werden an den Verhandlungen teilnehmen. Potztausend! Du erstaunst mich! Unser Plan wird doch nicht etwa aufgehen. Er sollte aber bald Resultate zeigen. Sturmwind wird stetig stärker. Ja. Die Verderbten rücken weiterhin in riesigen Zahlen nach Süden vor. Ich sollte einige Wächter in der großen Spalte eine Verteidigungslinie errichten lassen. Gleichzeitig finden Verhandlungen statt. Ich bin noch skeptisch wegen der Marodeure, okay. Das ist die letzte Fraktion, genau, die noch fehlt. Ja, die aggressivste von allen, soweit ich gehört habe. Sie besitzt keinerlei Hierarchie. Solche Krieger an den Verhandlungstisch zu bekommen, könnte unmöglich sein. Okay, ich lasse mir was einfallen. Nun, ich hatte wieder eine meiner berüchtigten Wahnsinnsideen. Einer unserer neuen Rekruten erwähnte einen geheimen Kampfring unter den Marodeuren. Eine Art Wettkampf. Die Marodeure schätzen die Stärke einer Person über alles. Ja, dann nehme ich einfach mal dran teil. Das dachte ich mir schon. Einen Versuch ist es wert. Wie sagte Sophokles so schön, das Glück ist nicht auf der Seite der Schwachen. Die Leute sagen, die Kämpfer versammeln sich alle am Entermesserriff. Gehe hin und zeige ihnen, warum sie dir zuhören sollten. Okay. Empfohlene Stufe 35. Prüfen wir zum Entermesserriff. Okay, da war ich ja schon. Hier unten. Okay. Gut, machen wir das. Was muss denn ein Geister schreiben für mich? Okay, gut. Dann haben wir noch das Level Up. Würde ich sagen, investiere ich hier in Stärke. Sehr schön. Und mache die Quest dann erst mit Stufe 35. Genau. Ich weiß es nicht, ob ich dafür hier den Verheerer noch machen muss vorher. Ob ich den Rang brauche, um hier weitermachen zu können bei der Fraktion. Keine Ahnung. Ich würde es aber vorher mal machen. Mal gucken. Aber bis 35 ist halt noch einiges. Gut, dann würde ich sagen, gehe ich hier zurück. Zurück nach Königsfels, hier in den Gasthof und kauf mir dort ein Häuschen.